Vor nur 8 Jahren begann der amerikanische Kabelsender HBO die Produktion von Game of Thrones und schrieb damit Fernsehgeschichte. Die Serie um den Machtkampf verschiedener Thronanwärter im fiktiven Westeros gipfelt gerade in der 8. und letzten Staffel, die aktuell veröffentlicht wird. Fans der Sendung hatten hohe Erwartungen an die Art und Weise, wie die Geschichte um das Lied von Eis und Feuer enden wird. Doch wie es scheint, erfüllt die 8. Staffel der Serie nicht die hohen Erwartungen, die bei Fans geschürt wurden. Selbst die Darsteller von Game of Thrones sagen ganz offen, dass ihnen die letzte Staffel überhaupt nicht gefällt. Are you happy with how things ended? Yeah. Willkommen bei Wissenswert. Wir erklären euch heute, warum die letzte Staffel von Game of Thrones so unbeliebt ist und ob die Kritik daran auch wirklich fair ist. Aber Achtung, es kommt dabei auch zu Spoilern. Um zu verstehen, warum die letzte Staffel einigen Fans und Darstellern so gar nicht gefällt, muss man erstmal betrachten, welche Bedeutung die 8. Staffel für die Serie hat. Game of Thrones hat von Anfang an eine sehr untypische Erzählstruktur. Zum einen erzählt die Serie von den Machtkämpfen in Westeros. Parallel geht es schon sehr früh in der Sendung auch um die Bedrohung der Zivilisation durch die Weißen Wanderer und den Nachtkönig. Das dritte Story-Element neben diesen beiden ist der Aufstieg von Daenerys Targaryen. Alle diese Dinge fanden fast 7 Staffeln lang komplett unabhängig voneinander statt und hatten kaum Berührungspunkte untereinander. Die 8. Staffel ist die erste, in der alle Geschichtsstränge zusammenfinden. Die Erwartungen dieser Aufeinandertreffen wurden also 8 Jahre lang aufgebaut und der Zuschauer hat sich daran gewöhnt, dass diese Dinge vorerst nur parallel passieren. Doch nun kommt alles zusammen, und zwar schnell. Für viele Fans auch viel zu schnell. Die größte Bedrohung der gesamten Menschheit, die Weißen Wanderer, wurden schon in der 3. Folge bekämpft. Der Nachtkönig lieferte sich keine lange Schlacht, die sich über viele Folgen oder gar Staffeln zog. Er wurde so schnell vernichtet, wie er kam. Bereits das stört viele Fans der Sendung. Auch der Kampf an sich erfüllte bei einigen die hohen Erwartungen nicht. Das hat vor allem auch mit einer technischen Entscheidung der Produzenten zu tun. Die Folge war sehr dunkel. Und so kämpften viele damit, bei der Schlacht überhaupt irgendetwas erkennen zu können. Cinematograf Fabian Wagner verteidigte seine Entscheidung und machte Fans den Vorwurf, sie sollten ihre Fernseher richtig einstellen und die Serie ebenfalls nicht auf ihren iPads gucken. Doch das ist nicht das Einzige, was Fans an den neuen Folgen der Serie stört. Ein anderes Problem, das Game of Thrones bereits seit einigen Staffeln plagt, ist, dass es sich immer mehr von den Büchern von George R.R. Martin entfernt, auf denen die Geschichte eigentlich basiert. Das hat allerdings auch einen guten Grund, denn die Bücher wurden schon längst überschritten. Die originale Buchreihe beschreibt lediglich die Handlung der Serie bis ungefähr zur 6. Staffel. Danach treffen die Autoren der Sendung selber die Entscheidung, wie es weitergeht. George R.R. Martin unterstützt sie dabei zwar beratend, doch es existieren nun keine Bücher mehr, auf denen die Geschichten basieren. Vor allem die 7. und die aktuelle 8. Staffel wird von Anhängern der Sendung dafür kritisiert, viele interessante und vielseitige Charaktere, wie zum Beispiel Tyrion Lannister oder Sansa Stark, immer eindimensionaler und simpler zu machen. Diese Entscheidung entstand allerdings nicht ganz ohne Grund. Game of Thrones ist seit jeher eine Serie, in der die Dinge immer äußerst detailliert gezeigt und behandelt werden. In Staffel 7 begannen die Macher das Tempo anzuziehen, da sie nur noch eine einzige Staffel hatten, um all diese offenen Kämpfe und Dramen aufzulösen. Sie entschieden sich daher dazu, die Serie zu verändern. Wo es damals in Game of Thrones um Intrigen, um persönliche Dramen und die Beziehungen zwischen den einzelnen Charakteren ging, dreht sich die Sendung aktuell hauptsächlich um das Spektakel. Die Spannung liegt nicht mehr in den persönlichen Angelegenheiten der Charaktere, die Spannung liegt nun im Spektakel. Fans beklagen, dass die Serie so ihren damaligen Charme verloren hat. Denn zu Beginn war HBOs Game of Thrones tatsächlich deshalb so erfolgreich, weil die Geschichte der Sendung keine typische Fantasy-Erzählung war. Sie war immer wieder überraschend und unerwartet. Und die Spannung lag nicht nur im Spektakel, sondern darin, wie die Charaktere damit umgingen. Doch bei all dieser Kritik, die derzeit von Game of Thrones-Anhängern geäußert wird, muss man der letzten Staffel der Serie auch einiges zugutehalten. Sie ist visuell extrem beeindruckend und bietet Unterhaltung auf sehr hohem Niveau. Doch um alle Erwartungen erfüllen zu können, sollte sich die Geschichte, laut Meinung vieler Fans, vielleicht noch eine Staffel mehr Zeit nehmen. Aber was
was denkt ihr denn über die neueste Staffel von Game of Thrones? Könnt ihr die Kritikpunkte verstehen? Oder ist das nur Meckern auf hohem Niveau? Schließlich ist Game of Thrones immer noch eine der besten TV-Sendungen aller Zeiten. Schreibt uns unbedingt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sind echt gespannt, was ihr darüber denkt. Ach und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren, um nichts Wissenswertes mehr zu verpassen.